Hallo Leute, also das könnt ihr sehen hier, das ist mal wieder ein Lounge Video Review, aber einer nicht normalen Lounge. Nein, das ist die Hon Lounge der Austrian Airlines. Kennt ihr nicht? Die ist zwar nicht so bekannt, weil sie auch recht klein ist hier in Wien, aber ganz besonders. Und hier haben auch nur ganz bestimmte Leute Zugang zu dieser Lounge. Und ja, wer und was diese Lounge anbietet, das erkläre ich euch gleich. Die sind neu, die sind ganz absolut neu, diese Stühle hier, die kann ich noch nicht. Die gehen also nach hinten, sind eine Art Relax-Sessel, ja. Nur ohne Massagefunktion, denke ich. Aber mit Blick aufs halbe Vorfeld. Ihr kennt das ja, also das ist, die Hon Lounge ist ja ein bisschen versteckt, beziehungsweise ein bisschen abgetrennt, mit keinem so perfekten Blick, aber man kann ja in die Spiegelung gucken, in das Gebäude rein und kann dann das Vorfeld anschauen. Ist eigentlich auch ganz nett. Und dafür ist sie ja ein bisschen privater und kleiner, übersichtlicher. Aber es wurde umgebaut. Habt ihr es gesehen? Hier sind jetzt kleine Trennwände drin und die Zeitungen in der Mitte der Lounge, die sind verschwunden. Die sind jetzt am Anfang. Gerade mal gecheckt. Also, wenn ihr in die Lounge möchtet und ihr habt keinen Status, könnt ihr euch sozusagen einkaufen. Aber nicht in diese Lounge. Das ist also eine tatsächlich nur für entsprechend Horn-Status, Horn-Circle-Status-Gäste gedachte Lounge. Dann gibt es ja noch eine Senat-Lounge, das heißt dann die anderen Statusgäste, aber ein Ticket oder einen Lounge-Zugang kann man nur für die Business-Lounge kaufen und die befindet sich im anderen Bereich. Aber davon gibt es auf jeden Fall bei jedem Bereich, also im Schengen- und Non-Schengen-Bereich, eine entsprechende Lounge. Die Öffnungszeiten und so weiter werde ich euch mal einblenden und solltet ihr daran Interesse haben. Also es ist hier sehr leise, wir müssen halt auch entsprechend leise sprechen, wir wollen ja nicht die Leute unterhalten. Merkt ihr auch, aber dafür ist es aber auch sehr privat, das ist ja auch der Vorteil. Und dadurch hat man auch Möglichkeiten hier zu arbeiten und zu essen. Zu essen kann man hier sehr, sehr gut, à la carte. Und oft österreichische Spezialitäten, was echt toll ist. Ich glaube sogar immer, es ist immer irgendwas dabei. Krautfleckerl habe ich genommen, ich weiß, das ist jetzt nur eine... So einfache Nudeln, Pasta mit Weißkohl, aber nun denn, ich finde es cool, dass es sowas gibt. Habe ich neulich bei TikTok gesehen, ich muss mal nachmachen, okay. Ich habe es mir gespeichert. Okay, damals. Ja. Gesehen? Ah, danke schön. Ja, ich nehme meine zweite Vorspeise und du bist schon beim Hauptgang. Ja, das ist, ich war überrascht, dass er noch etwas zu essen hat, aber ich hätte ja auch zum Buffet nach vorne gehen können, so hinter euch. Da ist natürlich auch alles kalte oder auch warme Speisen, die ihr jederzeit nehmen könnt. Auch die Süßigkeiten, wenn wir nachher nochmal gehen. Ich werde euch gleich mal ein paar Einblender zeigen. Und auch hinter euch sind dann die Getränke, Champagner und andere Softdrinks. Aber gleich dazu mehr. Und das ist das à la carte Menü. À la carte heißt, man wechselt hier ein bisschen so die Speisen von Monat zu Monat aus. Und es ist immer irgendeine österreichische Speise, also bekannte Speise dabei. Und natürlich auch österreichisch beschrieben. Also wenn man nicht so ganz firm mit österreichisch ist, der wird manchmal nicht wissen, was es ist. Also ich habe meine Probleme dabei. Also was essen wir heute? Krautfleckerl. Ja, stimmt, richtig.
Das ist einer von den vielen Lounge-Sesseln hier. Habe ich ja schon ein bisschen was erzählt darüber. Sie sind für mich der beste Platz hier in der Lounge, denn man hat entweder diesen hier, der ist ein bisschen privater, ein bisschen ruhiger, oder die am Fenster mit einem Blick nach draußen auf das Rollfeld und auf das Vorfeld. Das ist natürlich immer toll, wenn man in der Lounge sitzt. Ja, da kann man aber nicht so wirklich essen. Man kann halt rausgucken, ein Champagner trinken oder irgendwas anderes, Zeitung lesen. Aber wenn man essen möchte, dann kann man 5 Meter hinter sich gehen und sich dort entweder am Buffet bedienen oder sich etwas an den Tisch bringen lassen. Denn da ist das Fine Dining hier von Austrian und das kann sich wirklich sehen lassen. Apfelstrudel. Klassische österreichische Mehlspeisen. Kaffee gibt es hier auch. Ja, das ist ja wohl klar. Eine schöne Wiener Melange. Kann man sich selber machen oder auch bringen lassen. Aber nein, ich mache das jetzt mal schnell, damit es schneller geht. So, ich genieße jetzt noch ein bisschen meinen Wiener Melange, mein Kaffee hier in der Hon Lounge. Dazu gibt es verschiedene süße Speisen, die sich auch wieder abwechseln. Da. Also auch da wieder viele traditionelle österreichische Süßigkeiten, Speisen. Jetzt habe ich euch ein bisschen was von der kleinen Hon Lounge hier gezeigt. Und sie ist ja wirklich klein, im Gegensatz zu First Class Lounge zum Beispiel oder in München, die ich euch schon vorbestellt habe vor einer Woche, zwei Wochen. Oder das FCT in Frankfurt. Das ist natürlich auch eine ganz andere Hausnummer. Trotzdem finde ich es hier sehr, sehr angenehm. Es ist so ruhig, es ist unglaublich ruhig hier. Ich habe schon Sorge gehabt, überhaupt was zu sagen, weil man hört hier jedes Wort und es ist so leise. Heißt auch wiederum, es ist ein guter Ort zum Entspannen, Erholen vielleicht von Flug oder Reisestress oder zum Arbeiten. Dann wiederum muss man aufpassen, dass man nicht zu laut telefoniert. Das ist der Nachteil. Hier sind nämlich keine Arbeitsbereiche in dieser Lounge. Möchte ich also arbeiten oder möchte ich duschen oder letztendlich auf die Toilette gehen, dann muss ich die Lounge verlassen und gegenüber. Ihr benötigt den Hon-Status, um überhaupt Zugang zu dieser Lounge zu bekommen. Oder ihr habt ein First-Class-Ticket, nicht mit Austrian, ich weiß, Austrian hat keine First-Class, aber wenn ihr als direkten Zubringer nach Zürich oder nach Frankfurt, München, ja, fliegt mit Austrian, dann dürft ihr auch hier reingehen. Das ist also die Möglichkeit. Habt ihr noch jemanden, der letztendlich Hon ist, auf demselben Flug ist und euch mitnehmen möchte, dann habt ihr auch die Möglichkeit, hier reinzugehen. Denn dann ist man die Ausnahme, dass man einen Gast mitnehmen kann. Ich druck's Ihnen beiden nochmal aus. Ja? Okay, danke schön. Und ja, genau, das gehört auch dazu. Man hat hier so einen kleinen Personal Assistant, sozusagen eine Dame von der Rezeption vorne. Also eine Anmeldung kann man, so kann man es auch nennen. Und die kommt dann wieder her und sagt uns, wann denn Boarding ist, wann wir denn zum Boarding Gate laufen wollen. Und heute ist ja ein ganz besonderer Tag, deswegen gehen wir ein bisschen früher hin. Normalerweise kann man dadurch nämlich Zeit sparen, dass man erst dann hingeht, wenn es nötig ist. Man wird also informiert, wann das Boarding losgeht. Das ist auch so ein kleiner Hon-Service hier in dieser Lounge. So, das ist nochmal ein letzter Blick nach draußen aus der Hon Lounge und ja, sie ist nett, oder? Was sagt ihr? Und dann, ja, das war die Hon Lounge, Hon Circle Lounge hier von Austrian, die eigentlich sehr ziemlich klein, aber privat ist, aber einen besonderen Service anbietet. Nicht nur den Chauffeurdienst in diesem Fall für uns, weil wir angekommen sind an der Außenposition, sondern auch besseres Essen, schönes, frisch gekochtes Essen und auch Champagner, das ja nicht unbedingt üblich ist in der Form, und auch verschiedene Getränke. Immer wieder österreichische Spezialitäten, das finde ich ganz genial. Ja, was haltet ihr von der Lounge? Wir haben übrigens auch die First Class Lounge am Flughafen München im Satellite. Da müssen wir mal vorbeischauen. Und ansonsten, jetzt geht's los mit der 787, dem Erstflug nach New York. Ihr könnt gespannt sein. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video. Bis dann. Tschüss. Tschüss.